und herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute eine Bulba mit integrierter Lichtbox für den Scania Next Generation. Zeige ich euch jetzt mal hier. Der befindet sich logischerweise hier und da ist auch schon Jack. Kommt in schwarz und hier unten habt ihr so eine Lichtbox mit dabei. Das heißt, die leuchtet und funkelt, wenn es dunkel ist. Das zeige ich euch dann gleich noch. Die könnt ihr aber umscannen. Das heißt, da könnt ihr hier irgendwie Scania reinschreiben oder Quetschwurst oder was weiß ich. Ihr könnt auf alle Fälle da ein paar Sachen hinbauen. Ne? Hier habt ihr noch ein paar Slots. Das heißt, ihr könnt noch ein paar Lampen hinbauen, wenn ihr wollt. Hier oder da oder hier und da nochmal. Also funktioniert natürlich. Sieht zwar jetzt hier doof aus, aber ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Dass ihr die Möglichkeit habt, dass ihr hier noch Lampen anbauen könnt, wenn ihr die passenden dazu habt. Genau, das wollte ich jetzt hier nochmal auf den Weg geben. Dann Bulbot sieht an sich cool aus. Mir gefällt die schwarze sowieso. Und den Rest, boah, das ist unbeleuchtet, ist bestimmt auch ganz witzig. Aber das schauen wir uns jetzt noch genauer an. Also so, kommen wir kurz zum Lichttest. Also, Standlicht, da könnt ihr es gut sehen, dass es dann unten schön mitleuchtet, ne? Da unten diese Lichtbox. Sogar schon beim Standlicht. Das könnt ihr dann auch dementsprechend umskinnen. Und dann sieht es bestimmt ganz cool aus, wenn man da sein Firmenlogo drin hat oder was weiß ich was. Man kann auch dieses, was jetzt drin ist, kann man natürlich auch drin lassen. Aber ich finde es auf alle Fälle gar nicht so schlecht. So, ganz kurzes Fazit. Also die diese Bulba mit dieser integrierten Lichtbox ist jetzt hier mit dabei für den Scania Next Generation, einmal für den S und für den R, also kann für beide nutzen. Und ist wie schon gesagt skinbar, ne? Also heißt, könnt ihr eigenes Logo rein drauf bauen bzw. skinnen, wer es kann, und sieht dann bestimmt ganz cool aus. Ein paar Slots waren ja auch noch mit dabei. Könnt ihr noch ein paar Lampen mit anbringen. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach raus an die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Bulba. Lasst einen Daumen da und natürlich ein Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Bulba für den Scania S und R Next Generation. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt. Kommt gut rum, macht's gut, bis bald und ciao.